Mats, am Ende ein 2:5 gegen den FC Bayern zu Hause, aber ich glaube, wir scheiden trotzdem absolut erhobenen Hauptes aus dem Pokal aus. Ihr habt trotz des hohen Ergebnisses am Ende eine super Leistung gebracht. Ja, natürlich ist es immer schwierig gegen Bayern und dann dreimal zu Hause gewonnen, ist schon schwierig. Aber wir haben alles gegeben heute und wir haben probiert mit der dritten Sieg. Aber ja, heute war leider nicht, die haben natürlich die 5 Tore gemacht, wir haben nur 2. Aber und dann haben wir 2 Tore gegen Bayern gemacht, haben auch ein sehr gutes Spiel. Und ja, in der ersten Halbzeit, wir haben den unter Druck gemacht, wir haben die Hochpressing super gemacht. Und dann ja, vielleicht in der zweiten Halbzeit ist die Fitness, kann man sagen. Sie haben die Ball so wirklich viel und wir müssen viel laufen und dann, ja, es ist Bayern. Und dann sind so 1 Sekunde zu spät, dann kann sie ein bisschen kreieren. Ja, eigentlich genauso. Ich denke, super ins Spiel gekommen, dann 1:0 geführt. Dass dann Bayern Qualität hat, ist klar. Und ja, zum Schluss würde ich sagen, dass 2:5 schon ein bisschen zu hoch ist. Ja, auf alle Fälle. Also ich denke, wir sind unserer Linie treu geblieben. Wir wollen oben vorne drauf gehen, wir wollen 1-gegen-1 spielen, wir wollen mutig sein. Das haben wir versucht über 90 Minuten zu machen, wie wir es immer machen. Haben uns reingehauen, waren auch erfolgreich vorne. Ja, haben vielleicht das ein oder andere blöde Gegentor bekommen. Aber ja, wichtig ist, dass wir mutig bleiben, dass wir eine Identität bekommen. Und da sind wir uns treu geblieben und deswegen auf alle Fälle ein gutes Spiel von uns mit leider einem blöden Ausgang. Überragende Unterstützung auch von den Rängen, zumindest haben wir es so wahrgenommen. Kam das bei euch auf dem Rasen auch so an? Ja, überragend. Allgemein die letzten Spiele waren eine super Stimmung. Macht richtig Spaß hier zu spielen und ja, wenn es so weiterläuft, dann kann ich mich nicht beschweren und ich glaube die Mannschaft auch nicht. Also ist echt super. Ah ja, natürlich. Heute war brutal die Stimmung von den Fans. Die ganze 90 und plus Minuten war die ganze Fans war eine Maschine, kann man sagen, für uns. Es war ein 12. Spiel auf dem Platz und ohne sie können wir nicht diese gute Leistung machen, wenn man hinten 2-1 und 3-2 und so. Das, ohne sie können wir nicht zurückkommen. Wie wichtig ist das für euch, auch diese Euphorie, die ihr ja mit eurer Spielweise auch jetzt entfacht habt die letzten Wochen, dass wir die auch am Samstag gegen Leipzig haben? Das ist brutal wichtig. Wir brauchen alle, wir brauchen die Fans, wir brauchen alle hier in das Stadion. Wenn wir ein volles Stadion haben, dann haben wir so die extra 5% und das wäre die Entscheidung und man hat einen Sieg danach im Spiel oder eine Niederlage. So, wir brauchen alle Fans hier nochmal auf Samstag. Ja, also wir haben ja schon so eine Spielidee, dass wir über Kampf kommen, dass wir ja schon auch zielstrebig mit wenig Pässen Richtung Tor kommen und das ist natürlich super, wenn du Unterstützung von den Fans hast, so wie es in den letzten Spielen ist. Würde mich auch freuen, wenn es wieder ausverkauft ist gegen Leipzig, weil es dann umso mehr Spaß macht. Pusht uns auf alle Fälle und es ist auch schön, dass es ankommt bei den Fans, wie wir spielen wollen, dass wir eine Euphorie entfachen wollen, dass wir wieder das Stadion voll bekommen. Und es war auf alle Fälle wunderschön, dass es jetzt wieder klappt.